Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play Another Brick in the Wall. Ich wollte schon wieder Letztes sagen. Ich weiß nicht wieso, warum ich immer Letztes sagen möchte. Ist eigentlich ein Letztes, aber ja, wir sind wieder bei Another Brick in the Wall. Ich muss kurz auch mal meine Spielsound-Lautstärke ein bisschen leiser machen. So, bald haben wir Schulanfang. Das ist gut. Das ist ein leerer Tisch. Laptops, was ist da los? Wo sind die Laptops? Ich glaube, wir haben mittlerweile schon zu wenig Store Clerks. Will ich eigentlich sagen. Ja, nachkommen wird schwer mit dem. Jedenfalls, was ich sagen wollte, mein neues Projekt, was ich dann hier angehen möchte, sobald die Straße hier fertig ist. Hier toll weitergebaut wird. Nämlich, ich möchte das ein bisschen jetzt anders machen. Denn ich habe natürlich eine riesengroße Fläche. Another Brick in the Mall heißt ja auch. Naja, man soll eine Mall bauen. Und das mache ich natürlich nicht. Und ich mache eigentlich schon wieder den Fehler, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Und das möchte ich nicht. Denn mein großer Fehler ist eben, alles in einen Shop zu haben. Das möchte ich nicht. Ich habe auch gesagt, am ganz Anfang, in der ersten zwei Folgen, glaube ich, dass ich das eben nicht so ganz möchte und dass ich das umsetzen möchte, dass es mehr Shops gibt. Und das möchte ich jetzt auch machen. Jetzt haben wir hier eine große Basis geschaffen, was schon mal sehr gut ist. Und ja, jetzt möchte ich auch gerne dann auch schon anfangen, das Ganze umzubauen. Heißt, ich werde einen eigenen Shop machen, nur für Elektronik-Sachen. Einen eigenen Shop nur für Bekleidungssachen. Also so, solche Sachen möchte ich machen. Einerseits hat das auch natürlich auch den Vorteil, dass nicht alle immer hier sein müssen und dass die Kassen nicht so ganz ausgelastet sind. Aber ja, so, wir schauen mal. Heute gegeben in $186. Das macht echt viel Gewinn. Gefällt mir. So, wie geht's dir? Sehr gut. Sollte bald eben neue Bauarbeiter kommen. Und ja, schauen wir mal. Die. Ah, okay. So, die Kassen sind hier gut noch besetzt. Okay. So, dann spulen wir ein bisschen vor. Wenn das dann offen ist, ist das natürlich auch sehr schön. Wie schaut es eigentlich aus mit Forschung? Wie weit sind wir hier? Ja, wir sind schon fertig fast. Okay, wir sind jetzt gleich sogar fertig. Restaurant? Habt ihr schon zu? Die Uhrzeit? Eigentlich nicht. Jetzt hast du. Straßennetz ist schon fertig. Würde ich sagen. Machen wir. Nein, eigentlich nur Restaurants geht natürlich auch. E-Zigaretten, Kaffeeshop, Tiefkühllieferant. Machen wir chemische Zulieferer mal. Damit wir das auch haben. Straße, schauen wir mal, das kostet 20.000. Ja, ganz schön viel, aber wir müssen mal das fertig machen. Damit das fertig ist und ja. Schauen wir mal. So, wie schaut es noch mal aus? 81%, 1%, 2%, ja, relativ wenig. Achso, das ist erst heutiger Tag. Glaube ich. Schauen wir mal. So, es ist gleich der Schulanfang. Also, es ist der Schulanfang. Ui. Jetzt müssen wir natürlich mehr Gewinn machen als gestern. Schulmaterial und so, das sollten wir alles eigentlich hier vorne haben. Schulmaterial, Schulmaterial, Laptops, Smartphones, Spielzeuge, naja. T-Shirts haben wir eigentlich alles da. Uns fehlt aber trotzdem noch immer etwas. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir nehmen ein Geschäft ausnahmsweise heute auch mal ein neues Personal auf. Und zwar ein Lagerist, den wir hier einstellen. Der Lagerist. Boah. Wie lange haben wir nochmal offen? 7 bis Mitternacht. Das heißt,
Wenn wir mal schauen, wir werden ein bisschen mal alle anders einteilen. Ich würde sagen 7. Jeden Fall 7. Dann kommt einer um 9. Ja, da würde ich einen später setzen um. Weiß nicht, so um 13, um 12, genau, um 12 setzen wir auch noch einen hin. Und noch einen um 12 für 23 Uhr haben die ja laufen. Ja, bis Mitternacht, genau. Setzen wir wenigstens die zwei. Obwohl, die würde ich ja so später setzen, dann arbeiten sie nämlich auch in der Nacht, wenn der Laden zu hat. Und den Lion McLean tun wir mal kündigen. Perfekt. So, dann haben wir mehr Lageristen. Was ja auch nicht schlecht ist. Jetzt müssen ja die Ware immer nachbringen. Oh, habe 100 Kunden vor Ort. Perfekt. Ja, die Kassen sind ganz schön sehr überfüllt. Gehen hier welche zum Geldautomat? Wirklich? Cool. Finde ich ja ganz schön gut. Ganz schön gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Okay, wie schaut's aus hier? Wir haben noch immer einen Mitarbeiter. Wo sind die anderen? Die kommen schon. Natürlich eine weite Strecke bis ganz nach unten. Okay, dafür sind die jetzt fertig. Moment, die für den Lieferant. Und die machen das schnell fertig. Und immer lange. Dann können wir schon eine neue Straße bauen. Und schauen wir mal. Mehr Kunden haben wir dann natürlich danach. So, jetzt kommt die Anbindung. Nein! Nein! Mach doch! Oh, da muss ich warten, bis die. Dann macht die's fertig. Die Susan Osborne. Mein täglichen Gewinn über 10.000. Geht nach Hause. Okay. Kann sie auch das priorisieren? Nur, dass das fertig ist, bitte. Danke. Danke. Perfekt. Juhu. So, jetzt haben wir eine große Straße. Jetzt werde ich auch noch mal was anderes bauen. Die Straße nämlich hier weiter ausbauen. Möchte ich schon. So. Möchte die gerne wieder ausbauen. Obwohl. Ist auch und dafür gehen wir das erstmal weg. Okay. Schau mal, wie viel haben wir eigentlich verdient? 13.000. Oha. Sehr gut. Herbstanfang. Zuliefererstreik haben wir auch. Halloween und so. Okay. Muss auf jeden Fall einiges nachgefüllt werden. Wir haben eigentlich hier nichts mehr. In den Regalen. Lieferant ist auch schon fertig. Machen wir Gerätehändler. Jo. Ganz schön viel. Ach, von unten kommen ja auch schon Autos, stimmt ja. Ich habe ja jetzt zwei Zugänge. Ah, hier bin ich auch schon fertig. Da wollen wir mal kurz Personalparkplatz. Personalparkplatz, Personalparkplatz.
Hier überall Personalparkplätze. Einfach nur damit wieder mit einfach unser Personal auch wo parken kann. Obwohl ich sagen möchte, das lasse ich erstmal frei, weil. Boah. Ist so besser. Falls ich hier doch was bauen sollte. Damit das geht. Okay, wir haben auch noch. Wir haben. Wir werden schon das erste Geschäft, schätze ich mal, bauen. Unser Ding hier möchte ich hier ein bisschen umbauen, wenn das geht. Und zwar würde ich das so hinstellen. Dankeschön. Denn ich möchte hier ein neues Geschäft, wie gesagt. Sie daneben hinkommt, das wird. Was wird das nochmal gesagt? Was wollte ich jetzt bauen? Ein Trafik, nicht? Ja, doch. Oh ja. Die schon so groß sein sollte. Kostet aber 40.000. Oh. Wir müssen nochmal was abzahlen. Also. So oder so. Mauer. Hier kommt auf jeden Fall eine Mauer hin. Und dann entferne ich auch dieses Fundament. Perfekt. Hier müssen wir einiges noch nachfüllen. Aber um 6 Uhr kommt der nächste. Aber wir haben hier eigentlich gar nichts mehr. Ist ja schlimm. Dass wir hier wirklich niemanden mehr haben. Ja, das müssen wir jetzt einmal ändern. Lagerbelegung machen wir mal 80%. Und Geschäft haben wir hier. Wenn wir einen neuen Lageristen für die Nacht einstellen, würde ich sagen. War das die Julia? Ist das die? Ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen um Mitternacht bis 10. Bitteschön. Lieferanten bringen uns was. Die Line habe ich dir nicht gekündigt. Oh. Interessant. Okay, jetzt schauen wir mal. Also ich mal etwas schneller, dass nachgefüllt wird, die Regale, weil das ist ja wirklich katastrophal. Wirklich nichts ist. Also. Schlimm. Hier machen wir schön wieder Gewinn. Heutige Gewinn wird. Das ist schon. Also gestriger. Trotzdem sehr viel. Und hier natürlich auch, weil meine Leute hier auch. Schön brav alles kaufen. Okay, ist echt viel Parkplatz. Viel Verkehr, das ist gut, gefällt mir. Und alles Mitarbeiterparkplatz, ja perfekt. Das ist sehr gut. Wir brauchen aber trotzdem 40.000, wenn es geht. Wenn man weiterhin so viel Gewinn machen darf, ist das kein Problem. Halloween, Süßigkeiten und Grußkarten. Na, da werden wir schon mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Würde ich, Süßigkeiten kommen da drüben hin. Kaffee, Tee, Süßigkeiten. Ist das alles ausverkauft? Oha, das ist ja Wahnsinn. So, aber in der Nacht ist eh einer da, ein Lagerist wenigstens, der füllt mir ein bisschen was nach in der Nacht. Also echt viel, was ausverkauft ist. Aber ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Another Beginner Mall. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gerne Feedback in den Kommentaren. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.